Hallöchen, ich zeige dir jetzt ein isometrisches Beinkrafttraining, bei dem deine Oberschenkel so richtig brennen werden. Du lehnst dich mit dem Rücken an eine Wand oder in eine Türschwelle oder wenn du draußen bist in der Natur, kannst du es auch an einem Baum machen. Dann senkst du den Körperschwerpunkt ab, bis deine Beine einen Winkel von 90 Grad haben und hältst einfach die Spannung. Und ich mache das jetzt mit dir zusammen 4 Minuten lang. Viel Spaß! Mir wurde kürzlich nahegelegt, ich würde aussehen wie ein Schaf, wie ein schwarzes Schaf. Damit war meine Haarpracht gemeint, die locker und flockig daherkommt. Ja, mag sein. Ich würde auch gerne mal wieder zum Friseur gehen, aber aufgrund von Corona wächst mir eine Krone. Egal, wird schon wieder. Ich mache jetzt erstmal was für meine Beine. Und du machst mit. Und damit uns nicht so langweilig wird, lese ich uns die neuesten Nachrichten aus einer weltbekannten Zeitung vor. Ratgeber: So schneiden Sie sich selbst die Haare. Seit Wochen haben Friseure bereits geschlossen. Das Haar der Bevölkerung wuchert ungebremst. Doch verzagen Sie nicht. Der Postillon hat einen Ratgeber zusammengestellt, der Ihnen zeigt, wie Sie Ihr Haar in 11 einfachen Schritten selbst schneiden können. Schritt 1: Kiefer lockern. Wer seinen Kiefer nicht vorher gelockert hat, riskiert Krämpfe oder gerissene Backensehnen. Vor jedem Haarschnitt also mindestens 20 Mal den Kiefer im Uhrzeigersinn kreisen lassen, danach Richtungswechsel. Schritt 2: Schere vorher an einem 100-Euro-Schein testen. Bei einem Haarschnitt ist eine scharfe Schere sehr wichtig. Der sogenannte 100-Euro-Test stellt das sicher. Einfach einen 100-Euro-Schein in winzig kleine Stücke schneiden. Klappt es, ist die Schere gut. Funktioniert es nicht, sollten Sie sich ein anderes Frisierwerkzeug suchen. Schritt 3: Schneiden. Beginnen Sie, Ihr Haar in konzentrischen Kreisen entgegen dem Uhrzeigersinn vom Wurzelschaft her wellenförmig von oben nach unten zu schneiden. Je nach Haarlänge sollten dabei etwa 1 bis 2 Eimer Haare anfallen. Schritt 4: Verletzen Sie sich am Ohr. Jetzt ist der geeignete Moment, um sich übel ins eigene Ohr zu schneiden. Rechtshänder sollten sich ins linke Ohr schneiden, Linkshänder ins rechte. Wichtig ist, dass der Schnitt tief genug ist, dass Blut fließt. Profis können sich auch ein Stück Ohrläppchen oder ein Stück von der Ohrmuschel komplett abtrennen. Schritt 5: Verarzten Sie Ihr Ohr. Kleben Sie je nach Schnitttiefe ein Pflaster auf die blutende Stelle oder nähen Sie die Wunde, falls sie tiefer ist. Mehr Infos hierzu finden Sie in unserem nächsten Monat erscheinenden Ratgeber: So nähen Sie eine Wunde an Ihrem Ohr. Schritt 6: Schneiden Sie ein großes Loch in die rechte Seite. Indem Sie mit der Schere eng anliegend an der Kopfhaut entlang schneiden, schaffen Sie nun ein unregelmäßiges Loch mit Haarlängen zwischen 0,02 und 2,8 cm auf Ihrer rechten Kopfhälfte. Schritt 7: Blicken Sie in den Spiegel und stoßen Sie einen spitzen Schrei aus. Ach du liebe Güte, was haben Sie denn da angestellt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ob das noch zu retten ist? Schritt 8: Versuchen Sie panisch, alles an die Haarlänge des Lochs anzugleichen. Oje, oje, so kurz wollten Sie das doch überhaupt nicht. Vielleicht kann man es retten, wenn man hier... Oje, das war auch nicht so gut. Man könnte höchstens noch eine Art Bob oder... Nein, das geht jetzt auch nicht mehr. Arg! Schritt 9: Versuchen Sie zu retten, was noch zu retten ist, und machen Sie dabei alles noch schlimmer. Jetzt sind drastische Maßnahmen gefragt. Gehen Sie auf 0,2 mm runter oder übermalen Sie wahlweise die unschönen kahlen Stellen mit Filzstift. Sitzen Sie anschließend mindestens 30 Minuten lang mit starrem Blick zwischen Ihren Haarbüscheln auf den kalten Badezimmerfliesen. Schritt 10: Tragen Sie einen Hut. Hüte sollten allgemein wieder mehr getragen werden. Schritt 11: Haben Sie gefälligst in Zukunft etwas mehr Respekt vor Friseuren.
Jetzt sehen Sie mal, wie schwierig es ist, sich ordentlich die Haare zu schneiden. Selbst mit einem von Experten erstellten Ratgeber wie diesem hier. Behandeln Sie also in Zukunft die Friseurzunft mit etwas mehr Respekt und lassen Sie gefälligst ein ordentliches Trinkgeld da. Auf jeden Fall würde ich das machen, wenn Sie denn nur wieder aufmachten. Das war anstrengend. Hast du mitgemacht? Wenn ja, wirst du merken, wie deine Oberschenkel jetzt brennen. Schreib mir doch deine Meinung und deinen Kommentar unter das Video. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere meinen Kanal. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in einem anderen Video wiedersehen. Ciao. Mäh. Mäh. Mäh.